So, ich sitze hier neben der bezaubernden Doro Pesch und ich muss wirklich sagen, also es ist ein noch schönerer Anblick, als man das normalerweise gewohnt ist, auf diesen riesigen Leinwänden der Welt. Ja. Und 50 Jahre Legende, mehr als 30 Jahre auf den großen Bühnen mittlerweile. Ich möchte das noch nutzen und recht herzlich noch gratulieren nachträglich zum Geburtstag. Ja, danke. War ja auch schon und da habe ich gleich ein kleines Präsent. Das ist wahrscheinlich zu groß. Ich habe dir ein T-Shirt mitgebracht von meiner selbst. Kannst du natürlich auch gleich wieder wegschmeißen. Schönes Design. Ich war ja mal vom Fach, deswegen sehr schön geworden. Ey, nur lesen. Ganz, ganz absurder Name, der dunkle Parabelritter. Ich habe so einen YouTube-Channel und mache da so Metal für den deutschen Metal-Nachwuchs, sage ich mal. Ja, super. Ja, da kümmere ich mich ja auch drum. Bei der Wacken Foundation bin ich ja, ich wollte gerade sagen, Freizeit habe ich eigentlich nicht, aber ja, ich nehme mir da Zeit für, damit man ja junge Bands fördert. Aber darf nur Metal sein, also gibt es nichts anderes, so keine Pop oder irgendwas anderes. Also. Und dann können sich dann die Bands von der ganzen Welt da an die Wacken Foundation wenden und dann gibt man Support. Und ich bin der einzige Musiker in der Runde, also sind Verleger, Anwälte, Produzenten und ich bin das einzige Musikerkerlchen. Und dann habe ich natürlich auch immer ein Herz für die Musiker, ist ja klar. Also wenn jemand Lust hat, da, also man macht das so, man beantragt dann was für ein Projekt, also ob es jetzt eine Platte ist, Demo, eine Tour, also muss natürlich schon Hand und Fuß haben. Weil du gerade sagtest, eigentlich hast du keine Freizeit. Kannst du schon absehen, dass du dir sagst, irgendwann, jetzt ist mal gut, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich unter meiner Karriere und jetzt, sag mal, lasse ich es ein bisschen weniger angehen und konzentriere mich vielleicht wieder auf meine Kunst oder so? Nee, also ich habe mir das vorgenommen, wie ich 23 war, da habe ich wirklich eine bewusste Entscheidung gemacht, dass ich mein Leben für den Metal, für die Fans widme, gebe, alles mache, was halt irgendwie, was man machen kann und habe mich auch gegen, also so normales Leben entschieden oder Familie oder Kinder heiraten, also ja, vielleicht mache ich das mal irgendwann in einem anderen Leben, aber in diesem Leben nicht, also ich liebe die Musik, ich wollte das eigentlich schon machen, seitdem ich 3 Jahre alt war, da war ich irgendwie schon, habe ich schon Blut geleckt, damals gab es noch keinen Metal, leider, aber es gab schon andere, auch super Bands und ja, und dann war ich ungefähr 3 und dann wollte ich Sängerin werden. Dann hatte ich mit 15 meine erste Band, war ich 15, 16. Ja, und dann habe ich gemerkt, da gibt's nichts Schöneres, nichts Besseres. Und dann habe ich nebenbei noch einen Beruf gehabt. Aber wie wir dann auf Tour gegangen sind mit Judas Priest, das war echt ein absoluter Traum. Es war 86, war eines unserer absoluten Lieblingsbands, war auch damals die größte Band mit Iron Maiden, also gab nichts Größeres. Ja, und dann haben wir die auch fertig gekriegt, die zu supporten. Die Europa-Tour, ja, und dann ging es ab und dann habe ich den Job quittiert, die anderen Jungs auch. Ja, und seitdem ist das halt, betreiben wir das jeden Tag. 24 Stunden ist das meistens, also ist auch, ist ein Job, ist ganz viel Schönes dabei. Also die Fans, das ist mir das Liebste, ist das Geilste an dem ganzen Leben. Aber ist auch sind viele Entbehrungen, sind viele Sachen dabei, die auch sehr unangenehm sein können. Also wow, so als Musiker, wenn man anfängt, dann hat man ja nur die Musik irgendwie im Kopf und alles andere, ja, checkt man ja auch gar nicht. Und dann muss ich sagen, also wir haben auch viele Fehler gemacht, viele Sachen unterschrieben, die man wahrscheinlich nie unterschreiben hätte sollen, aber da muss man wahrscheinlich durch. Also ja, aber ich bin nach wie vor mit Leib und Seele ja, Musikfan, auch Fan, auch Heavy-Metal-Fan und denk an nichts anderes als wie an die Musik und an die Fans und das ist echt täglich. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wir sind ja Jungspunde hier. Damals, als du angefangen hast mit der ganzen Geschichte, 15, 16 sagtest du, hattest du deine erste Band. Wie war das damals? So Metal bzw. Rock, Hard Rock, wie lief das? Wie sind die Menschen da miteinander umgegangen? Wie war die Szene, sag ich mal? Ja, also die Szene war natürlich ganz klein. Und man merkt aber schon, dass sich da was tut. Und es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, dabei zu sein, so ein Zeitzeuge zu sein, ja, wie der Metal halt gewachsen ist. Und ich habe 80 angefangen
Wir haben zwar jetzt das Jubiläum gefeiert, aber wir haben es so gemacht, dass 83 kam die erste Platte raus, die Burning the Witches. Und seitdem haben wir halt gezählt. Aber 80 habe ich meine ersten Bands gehabt. Ja, und da gab es auch wirklich noch kein Internet, kein Magazin, nichts. Gab ja auch keine Handys. Und dann musstest du dir irgendwie so, weiß ich nicht, es ging alles durch Mundpropaganda, dass man gehört hat, da spielt irgendwo eine Band. Dann habe ich auch tolle Bands gesehen. Also bin auch oft nach England gefahren, nach Holland und Belgien. Das waren übrigens damals die Vorreiter. Also irgendwann haben dann die deutschen Fans da auch Blut geleckt und dann ging es ab. Aber ganz am Anfang war halt Belgien, Holland, die Benelux-Länder. England hatte schon ein Magazin, das war das Kerrang, was ganz wichtig war. Und ja, und dann haben wir überall gespielt, meistens im Ausland. Und dann haben wir in Belgien so einen Plattenvertrag gekriegt, das war mit Mausoleum. Und wir haben echt nur unterschrieben, weil die den coolsten Schriftzug hatten. Die hat nämlich zwei Tropfen Blut an dem M. Und ja, und wir fanden, das sah Metal aus, also muss es gut sein. Also das war dann echt das Hauptkriterium. Ja, und dann ging die erste Platte los. Und dann kamen die ersten Fanzines auf. Also Fanzines waren damals mit Schreibmaschine geschrieben, Fotokopien gemacht und dann verteilt. Manchmal sogar mit der Hand geschrieben. Ja, und dann irgendwann kamen so die ersten Magazine auf. Das war das Disaster-Magazin. Und ja, Metal Hammer kam, glaube ich, 85 oder so raus. Ja, und dann irgendwann ja, hat sich die Szene also boah, gewaltig gemacht. Und ja, und dann war unsere erste Tour dann 86 mit Judas Priest und da waren aber auch schon alle, also wir haben meistens so die großen Hallen gespielt, so war so Essen, Krugerhalle oder so im Ausland die ganzen Eishockeyhallen und zwar alles ausverkauft. Das war auch mein erster Trip in, ja, nach Spanien. Seitdem haben wir in Spanien eine wahnsinnig große Fanbase und auch so Südamerika, also die sind halt leidenschaftlich, das sind ja, die totalen Metalheads und ja, und dann ging es weiter und dann ging es irgendwann nach England und nach Amerika. Also wir haben, genau, in England haben wir 86 noch die Monsters of Rock Festivals gespielt. Es war damals genau so was Wichtiges wie Wacken, also ja, und dann haben wir uns da, glaube ich, gut geschlagen und danach haben alle gesagt, komm, wir haben ein Herz für die Band und dann sind wir auch auf die Judas Priest Tour gekommen, also so hat sich das irgendwie auch alles ergeben. Weil du das Festival gerade angesprochen hast, da warst du ja im Endeffekt die erste Frau, die da aufgetreten ist. Ja. Die so eine der ersten, die Vorreiterin im Endeffekt. Das war mir nicht so bewusst. Also mir ist es echt, mir war das immer ganz egal. Ich habe mich auch nie weder benachteiligt noch irgendwie anders gefühlt. Wurde auch wirklich immer super behandelt. Also besonders bei den Musikerkollegen, ob es jetzt die Judas Priest Leute waren oder Motorhead oder Ronnie James Dio oder Saxon. Wir sind mit vielen Leuten getourt, die waren immer sehr, sehr, sehr nett zu mir, sehr respektvoll. Also das hat nie ein Problem irgendwie dargestellt. Naja, und dann, ja, ich habe es dann gehört, ich wohl, ich glaube, da gab es schon mal eine Background-Sängerin auf der Bühne, aber sonst. Aber wir waren auf jeden Fall mit eines der ersten deutschen Bands da und damals, als deutsche Band sich in England da so zu behaupten, ey, das war echt schwierig. Weil ich würde schon sagen, so die Metal-Bands aus England waren schon im Vorteil, weil man sagt ja auch New Wave of British Heavy Metal, da bin ich auch mit aufgewachsen und ja, und als deutsche Band musste man also da echt Gas geben und ja, und dann haben wir das da, glaube ich, gut gemacht. Und dann war auch der Weg frei, nach Amerika zu gehen, das war auch 86 und dann, ja, wollte ich 3 Tage bleiben für eine Promotion-Tour und dann bin ich sofort da geblieben, hat mir so gut gefallen und dann haben wir eines der schönsten Platten gemacht, die Triumph and Agony-Platte, Wofür immer und Oh ja drauf ist und die Songs spiele ich immer noch wahnsinnig gern. Gehen immer noch ab wie Schmitzkatze nach wie vor. Ja, und seitdem sind wir halt so auf der ganzen Welt da unterwegs. Sind auch viele Länder dazugekommen, also der ehemalige Ostblock, was damals unmöglich war, da hinzugehen, ist jetzt ja so normal und man fühlt sich auch zu Hause. Also Russland, Ukraine haben wir übrigens leider gerade absagen müssen wegen der politischen Lage. Ist natürlich für die Fans, weil da gibt so viele tolle Fans, echt diehard Metaller, aber wir mussten es leider verschieben. Und naja, und dann, ja, holen wir es nächstes Jahr hoffentlich nach, also. Du warst ja 1993 das erste Mal in Wacken. Ja, Mit dir selbst. Ja genau, das war unglaublich. Wie kann man das jetzt so, wenn man das heutige Wacken kennt, wie kann man das vergleichen? Wie war das damals noch? Also es war echt, also es war ganz klein. Da in der Kuhle, wo jetzt die Artist-Sache ist, also das war da, wo das Wacken-Festival stattfand. Ja, waren natürlich 2000 Fans da, sowas so, also war kleineres Besteck, aber man merkte schon, da geht was ab.
Und da wollte ich auch immer wieder hin. Und dann bin ich 98 das nächste Mal da gewesen. Da waren schon 30.000 Leute da. Ich denke mir, boah. Und dann bin ich halt immer alle paar Jahre, sorry, wieder hingekommen, haben gespielt. Irgendwann hat der Holger Hübner gefragt, ob ich nicht die Wackenhymne singen möchte. Holger Hübner und Thomas Jensen, die zwei Wackenmacher. Ja, und dann habe ich gesagt, gerne. Ja, und dann bin ich halt ja, ganz viele Jahre schon hier gewesen. Letztes Jahr haben wir das 30-jährige Jubiläum gefeiert, also den Startschuss zu meinem 30-jährigen Jubiläum. Und mit den Leuten kann man halt so viele tolle Sachen machen. Das sind echt Visionäre. Die sind also, ja, die sind auch so zu allen Schandtaten bereit. Wenn man eine gute Idee hat, dann ey, komm, machen. Das würde auch jemand anders nie machen. Also besonders, wenn es dann darum geht, auch so jemand Support zu geben. Und ja, und wenn es in die Hose geht, dann da vielleicht auch gerade für zu stehen. Also da laufen dann viele ganz weit weg. Aber ja, mit den Wackenleuten haben wir schon ganz viele tolle Sachen gemacht. Und es bedeutet mir wahnsinnig viel. Die Atmosphäre, die Fans. Fans hier in Wacken sind natürlich das Allergrößte. Und ja, und weltweit hat Wacken so ein Standing gekriegt. Also wenn wir im hintersten Zipfel der Welt touren, dann alle Wacken. Und wenn dann jemand Wacken-T-Shirt anhat und mal da war mit stolz geschwellter Brust, dann sind dann alle so, wow. Der ist dann also echt der König da. Das ist also, ja, es ist wertvoll und das ist toll. Es gibt natürlich viele andere tolle Metal-Festivals, aber Wacken ist wirklich was ganz Besonderes, auch das Größte und ja. Was zeichnet es besonders aus? Also was macht es so charakteristisch? Also ich würde sagen, die Atmosphäre hier, ja, die Fans, die halt von der ganzen Welt kommen, ist total international. Manchmal sieht man mehr Leute aus dem Ausland und dann wirklich aus Brasilien oder Australien, Israel, weiß ich nicht, die ganzen Länder, so, die man sonst normalerweise auf anderen Festivals jetzt nicht so vertreten sieht. Und das ist toll. Südamerika ist ganz, ja, ganz oft vertreten hier. Ja, also es ist wirklich der Wahnsinn. Und gerade wo der Konflikt ist, natürlich auch auch aus Palästina, aus dem Irak, Iran, ganz viele Leute sind da. Also hier ist auch noch so eine heile Welt. Da gibt es keine politisch geschlossen, auch wenn man die Sprache nicht spricht. Man liebt sich sofort, weil man ist auf einer Wellenlänge. Also das ist toll. Also echt, Wacken ist wirklich was Heiliges und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange so sein wird. Und es sind natürlich jetzt viele Leute dazu gekommen, die einfach mal gucken wollen. Aber ist ja auch okay. Ne? Die Hauptsache, es geht immer so friedlich ab und alle haben Spaß und ja, und dann, ja, viele Leute, die auch gar nichts mit Metal zu tun haben, wollen dann mal nach Wacken, das ist manchmal lustig, weil man erkennt ja sofort, die tragen dann kein Schwarz, sondern sind dann im orange- oder rosafarbenen T-Shirt unterwegs, ist schon, aber ist auch irgendwie lieb und das ganze Wackendorf ist halt auch so, steht dahinter, also wo wird man schon empfangen, so mit Welcome Metalheads, also meistens, ja, wird man irgendwie so ein bisschen so, ja, blöd angeguckt so, also weil viele Leute haben immer noch irgendwie so ein bisschen ein kleines Vorurteil gegen uns Langhaarige oder Schwarzträger, aber hier in Wacken, da sind die Leute also echt, also dass auch das ganze Dorf mitmacht, ist schon, ja, das ist auch einmalig, also ja. Hast du eigentlich noch Zeit, selber Fan zu sein? Ja, also ich gehe auch manchmal zu Konzerten, fahre auch stundenlang irgendwo hin. Also auf der ganzen Welt, wenn ich irgendwas sehen will, dann fahre ich dahin. Und natürlich hier so beim Festival gucke ich immer viel Bands. Habe gestern Saxon gesehen und Accept und ja, klar. Was ist so dein Favorite momentan? Mein Favorite von Bands? Ja. Also immer noch die Bands, mit denen ich aufgewachsen bin, finde ich, machen immer noch eine Wahnsinnsshow. Ob es jetzt, ja, Motorhead ist oder Saxon, Wasp, Priest, Maiden, Metallica, Megadeth. Also ich liebe immer noch die Leute, die in den 80ern was erreicht haben. Und von den Neuen, ich mag Children of Bodom, Arch Enemy, ja, Saltatio Mortis mag ich sehr gern. Ja, von der ganzen Bandbreite. Also mag auch Thrash Metal gern. Also ist ganz egal. So, die Hauptsache, es spricht mich an. Also ich bin ein ganz tolerantes Kerlchen, mache auch manchmal bluesige Klänge, also ganz egal. War jetzt gerade, bin zum Konzert gefahren, hat Steven Seagal gespielt, weil ich bin so ein großer Fan von Martial Arts, mache seit anderthalb Jahren Wing Chun, das ist so eine Kung-Fu-Art. Und der Steven Seagal ist ja wirklich also eines der, ja, der größten Talente. Und ja, und dann habe ich gehört, der macht Musik, ja, und dann bin ich gerade nach
Zote Meer hat er gespielt in den Niederlanden. Ja, mich hingefahren und das war auch, ey, das war halt Blues, aber auch, ging mir voll ans Herz. Also ich liebe einfach Musik über alles. Die Hauptsache ist was Echtes und ist ehrlich und ja, spricht irgendwie die Seele, den Bauch, das Herz an. Macht natürlich am liebsten, wenn es abgeht, aber auch andere oder ja, so dark, romantisch mache ich auch manchmal gern. Wir haben auch viele Balladen, die auch den Fans gut gefallen, ob es jetzt Love Me in Black ist oder Für immer ist nach wie vor eines der Highlights im Konzert. Also ja, die Hauptsache, es gibt einem was und jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, klar, aber... Was würdest du sagen, ist das Besondere am Metal? Also jetzt das Outstanding Merkmal an Metal im Vergleich zu allen anderen? Ich finde, das sind die Menschen. Ich muss es jetzt echt sagen, nach so vielen Jahren, ich habe so viele Metaller kennengelernt. Ey, die haben einfach ein Riesenherz. Die sind vom Herzen her, ja, die haben Gefühl, die haben auch ein gutes Gefühl, so was richtig, was falsch ist. Also das sind echt, ich würde sagen, Killer-Menschen und ja, und die interessieren sich auch irgendwie für, ja, also zum Beispiel gibt es wahnsinnig viele Tierschützer und so unter den Metallern. Ich selber bin einer, also wir halten dann auch zusammen. Ja, ich finde, die haben das Herz am rechten Fleck und egal wie jemand aussieht, also ist jetzt auch gar nicht Bedingung, lange Haare oder schwarze T-Shirts, aber wenn man halt Metaller ist, dann ist so eine innere Einstellung da, die einfach wirklich einen ganz klasse Menschen ausmacht und ja, kann ich echt bezeugen. Die letzten 30 Jahre, ja, die haben Herz. Hast du vielleicht noch Lust oder Zeit für ein paar Off-Topic-Fragen? Für ein was? Off-Topic, also so Sachen, ach so, die eigentlich überhaupt nichts damit... Solange der Promoter hier keinen Stress macht. Solange er nicht schreit, dann ist alles ja, in Ordnung. Ja, ich möchte jetzt auch nicht hier zur Last fallen. Ja. Nein, ganz im Gegenteil, es macht viel Spaß mit euch. Wenn du auf einer einsamen Insel wärst und du könntest 5 Dinge mitnehmen, wofür würdest du dich entscheiden? Ja, oh, ja, meine Lieblingsplatten, ja, meine Mom, mein Papa lebt leider nicht mehr, den habe ich unendlich geliebt, der ist leider verstorben, war auch mein bester Freund. Aber meine Mom ist noch da, die hat mich auch immer supportet, auch ist echt durch dick und dünn mit mir gegangen. Ja, ja, meine besten Freunde, meine Band und die Fans. Das sind mehr als 5 Sachen. Aber wird ganz schön voll auf der Insel. Ja, genau. Und dann ja, ein bisschen Strom, um gute Musik zu machen und zu feiern. Aber das würde mir schon gefallen. Ja. Eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle. Wenn du eine Superfähigkeit haben könntest, wenn du dir aussuchen könntest, was du für eine Superfähigkeit hast, was wäre das? Die Leute glücklich zu machen, weltweit und natürlich für Frieden zu kämpfen. Und als Mensch hat man ja doch begrenzte Fähigkeiten, aber ja, einfach, ich glaube, wie jeder Mensch, man wünscht sich Weltfrieden und dass es den Menschen gut geht und dass alle glücklich sind, alle genug ja, essentielle Sachen haben wie Wasser, Essen, Kleidung. Also gerade beim Touren, da fällt einem auf, wie gut wir es haben. Wir düsen dann mit dem Tourbus rum oder mit dem Flugzeug und dann in manchen Ländern, boah, das ist echt hardcore. Also wir waren gerade zum Beispiel in Ecuador und sind dann an so einem Festival gespielt. Es war so mitten in den Bergen. Und dann sind wir so stundenlang gefahren. Naja, und dann haben wir die Leute gesehen. Ey, so, boah, das war, also da war nichts. Da war kein Strom, kein Wasser. Die haben da in so Verschlägen gewohnt. Ey, da dachte ich mir auch. Und dann bin ich krank geworden. Und dann dachte ich mir, oh nein, so ein Virus und so. Und dann musste natürlich abends spielen. Naja, und dann meinte ich, ja, wir bringen dich ins nächste Dorf und so, kannst zum Arzt gehen. Und dann meinte ich, okay, Gott sei Dank. Meinte ich, wo ist denn das nächste Dorf? Ja, in 5 Stunden entfernt. So, ich denke mir, ich überlebe es nicht. Also, ja, auch so ärztliche Versorgung, das ist auch, also es ist echt, also wir haben es schon gut, ne? Ja, und ja, das wünsche ich halt allen Leuten, dass man sie auch ausleben kann. Natürlich, da muss ich sagen, so eingangs hast du mich gefragt, so wie ist es, Frau zu sein? Mir ist das nie so, ich habe das nie so bewusst irgendwie, hab da wirklich nie drüber nachgedacht, habe mein Ding gemacht, konnte auch alles machen, aber es gibt ja viele Länder, da sind die Frauen ja wirklich, also da werden die ja echt gequält und was man jetzt da hört, so in den Nachrichten, da die aktuellen Sachen, die aktuellen Entwicklungen, da habe ich auch gedacht, dass das, also ich bin beim Verein, der heißt Terre de Femmes, das ist von Terre des Hommes, so ein Menschenrechtsverein, die kümmern sich halt, Terre de Femmes, die kümmern sich ja um die Probleme von jungen Frauen, jungen Mädchen.
und ja, sind auch ja, kämpfen gegen Beschneidung. Jetzt habe ich da gehört, da in anderen Ländern führen die das dann wieder ein. Also die ganzen Wahnsinnigen, das ist natürlich ist total erschreckend. Und da denkt man auch so, man muss was tun, aber was kann man schon tun als Einzelner? Man kann sich nur zusammenschließen, aber es ist echt heftig. Wahrscheinlich muss man das Leben genießen, jeden Tag. Und sowas wie Wacken, da kann man mal alle Probleme vergessen, einfach mal headbangen und ja, die geilen Bands hören. Und das gibt einem wieder Kraft, um halt ja, was Gutes und Wichtiges zu machen. Eine Sache, die mich jetzt noch so interessieren würde, damals mit Dio. Ja. Wie war das? Wie war er als Mensch? Ein Traum. Also, Dio war eines der besten, liebsten, gefühlvollsten, intelligentesten, witzigsten Menschen überhaupt. Wir haben uns kennengelernt, es war 87, habe ich meine allererste Tour mit Ronnie James Dio machen dürfen. Und dann haben wir nochmal 2000 zusammen getourt in Amerika. Und das war so schön, weil es ging gerade so die Grandschwelle zu Ende. Und dann haben wir die Tour angeboten gekriegt und alle haben gesagt, ey, das ist doch, da kommt doch keiner. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte die unbedingt machen. Und die Tour war voll ausverkauft. Ja, und dann merkte man, dass Metal wieder so, ja, so wieder im Aufwind ist. Und naja, und haben uns angefreundet, haben auch die letzten Tage auf der Tour, was war Florida, haben wir immer zusammen gesungen. Und dann hat der Ronnie James Dio ist immer hinter die Bühne gegangen und dann dachte man zuerst, was macht der da? Naja, und dann meine Band, die saßen immer hinter mir, also wir haben jedes Konzert geguckt und dann meinte Doro, you're up? Und dann meinte ich, nee, ne? Ja, und dann kam Ronny mit dem zweiten Mikrofon wieder, hat mir es gegeben, meinte, komm, willst du Ankurs mitmachen? Und dann meinte ich, ey, ich kann ja nicht die ganzen Texte, meine, ist doch scheißegal. Und hat dann seinen Arm um mich gelegt und dann haben wir Arm in Arm da gesungen und es war ein Traum. Damals gab es leider noch keine Handys oder hat keiner gefilmt, ich habe da nur Fotos von, aber es ist ja ganz tief in meinem Herz. Und er war wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Mensch, ja, ein grandioser, begnadeter Sänger und ja, und ein super, super Freund und ja, eines der wichtigsten Metal-Musiker und auch Menschen, ja, von denen haben wir echt viel gelernt und die Musik, hoffentlich wird die noch, ja, lange gehört werden und wir haben ein paar Songs von Dio, die wir immer im Programm haben und dann, um auch halt ganz jungen Metallern ja, die Songs und den Ronny näher zu bringen. Ja, damals, da waren viele Leute, die waren so 14, haben gesagt, ja, wir haben Tickets für die Tour, der sollte ja im Juli touren. Wir hatten, glaube ich, im Mai, Juni noch zusammen die Heaven and Hell Sachen gemacht in Deutschland. Naja, und da haben sich alle so drauf gefreut. Naja, und dann kam es nicht mehr dazu und ja, also man muss alles tun, dass man, ja, dass man jungen Metallern sagt, was der einem bedeutet hat, warum, wieso. Aber der war wirklich vom Menschen her, wow, das war super. Und eine Wahnsinnsehre, zusammen zu touren. Und wir wurden echt super behandelt, auch von der ganzen Band. Wir sind übrigens immer noch alle befreundet, so der Simon Wright, der Guitarplayer, der Drummer oder der Gitarrist, der Greg Goldie. Also wir besuchen uns immer noch gegenseitig bei Konzerten. Und die haben mich einmal gefragt, ob ich die Dio Disciple Tour mache in Spanien. Habe ich gemacht und es war ein ambivalentes Gefühl, weil auf der einen Seite die Songs zu singen hat einen sehr traurig gemacht, auf der anderen Seite war es toll, auch die Fans zu sehen, die haben meistens die Sachen alleine gesungen und da hat man auch gemerkt, wow, also Ronny, der bedeutet auch in manchen Ländern, ist der Wahnsinn, Deutschland natürlich auch, aber ja, Spanien war da auch ganz, ganz groß und ach, eigentlich überall auf der Welt, ne, ist, ja. Also auf meinem Channel versuche ich ja, wie gesagt, dem Metal-Nachwuchs so ein bisschen eine Linie vorgeben zu können, irgendwo, wo sie sich dran orientieren, was es Neues gibt in der Szene und so weiter und so fort. Und du hast jetzt in einem Satz die Möglichkeit, dem Nachwuchs, sage ich mal, was mitzuteilen. Ja, ey, liebe Metaller, liebe Metal-Fans, bleibt dem Metal treu. Gebt alles, supportet die Bands, weil das ist ganz wichtig heutzutage. Ja, und das ist irgendwie, dass alle gut drauf bleiben. Ich hoffe, es geht weiter mit dem Metal bergauf, dass auch nie wieder so eine Phase kommt wie beim Grunge, wo dann auf einmal Metal an den Rand gedrückt wurde. Ja, man muss einfach für seine Sache, für seine Lieblingsbands, für seine Szene kämpfen. Und ja, und lasst es euch gut gehen, lasst es krachen und bleibt so gut drauf. Und ich weiß, die Metaller haben ein Herz aus Gold, also macht weiter so. Metal, keep metal alive und fight!